Und jetzt lasst uns alle beten, dass Litten nicht unsere ganze Bude abfackelt. Wird sein. Ist das Zellkopf? Ja, das Wander. Irgendwie sehr sinnlich heute. Ich schlafe aber gerne. Ich bin relevant. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Heute spielen wir wieder ein Nebenquest. Ich wollte schon wieder sagen, wir spielen Fire Emblem Engage. Heute spielen wir eine Nebenquest und zwar die von Erika. Und ja, wir schauen uns wieder mal unsere Bandgespräche an. So viele sind das nicht. Das sind 5 Stück. Die gehen auch locker. Wir haben einmal einen Kollegen, ja, Pandreo mit Celica, weil Celica gibt Magie. Deswegen habe ich ihn mit Celica trainieren lassen. Wenn meine Magier stärker werden, ne? So, dann habe ich noch Hortensia mit Celica trainieren lassen, damit sie auch ein bisschen mehr Magie bekommt, weil sie ist super schnell, aber magiemäßig ist halt jetzt nicht so heftig. Da habe ich ihr Geschicklichkeit -2 weggenommen, plus 2 mitgenommen und Magie reingepackt. Ist aber unglaublich teuer, kostet 1000 FP. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich den Magier ja hinkriege. Ich glaube, Klein habe ich dann auch gegeben, aber er hat ja schon mit Celica hier ein paar Sachen, ne? So, Panett habe ich mit Lenya trainieren lassen. Die hat auch Lin ausgerüstet, damit sie hoffentlich alles one-shottet mit dem Fernangriff, weil die Sachen stärke ist sie die stärkste von allen in unserem Team. Also ja, sie wird alles one-shotten mit dem Fernangriff heute, egal was auch kommt, ne? So, dann haben wir Clan mit Mikaya trainieren lassen, weil ich mir ziemlich sicher bin, ich habe ihn Mikaya gegeben. Das heißt, er wird heute unser Heiler sein, einer unserer Heiler. Was gar nicht so schlecht ist, ne? Weil er klingt so gut wie nichts getötet immer. Tue ich ihm die mal als Heiler abschnappeln, das ist glaube ich nicht schlecht, ne? Jetzt hat er Schwerter, Magie und Stäbe. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? So, dann haben wir noch Diamant mit Lucina trainieren lassen. Oder hier. Und er hat, glaube ich, Lucina ausgerüstet heute. Und da war es dann. So, haben wir das ehrlich. Ich führe übrigens auch noch auch Notiz, welche Waffe hier welchen Dings hat, ne? Welche Waffe hier welchen Effekt drin hat. Also hier so die ganzen Sachen. Hier Liberation, ja, zum Beispiel Liberation von Marv, ne? Und ich weiß nicht, ich glaube das ist von Lucina, die Eisenlanze, ne? Ich habe mal geguckt, ob ich irgendwas weil nicht irgendeine Waffe habe, die ich Celicas hier Effekt reinpacken kann, aber irgendwie ist Celicas Effekt nicht so gut. Er reduziert irgendwie die Angriffskraft von der Waffe und reduziert das Gewicht, wenn ich mich irre, oder erhöht sogar das Gewicht, irgendwas nicht so gutes. Und ja, weiß nicht, das Upgrade bringt es irgendwie nicht so sehr. Also ich weiß nicht, ob ich Celicas Waffen Effekt irgendwo jemals irgendwo reinpacke. Von daher, ja, keine Ahnung. Aber ansonsten habe ich hier noch, weiß nicht, viele meiner Charaktere,
nicht Charakter, viele meiner Waffen erstmal hochgelevelt. Ich habe immer noch mehr als genug Geld, aber sparen wir uns halt erstmal auf, ne? Falls ich wieder, mir fehlen die ganzen Erze, die ich brauche, um meine Waffen hochzuleveln. Aber ich habe eine Menge Waffen hochgelevelt. Am meisten hier so die ganzen kritische Trefferwaffen, damit wir mehr kritische Treffer kriegen und so, ne? Aber darum kommen wir uns später. Aber jetzt haben wir erstmal Supports. Wir haben ja Saphir und Alchrist. Lass mal sehen. よし、たくさんの獲物を狩れましたね。スタルーク様が狩りに同行してくれたおかげです。ありがとうございます。僕は少しお手伝いしただけです。ほとんどザフィーヤの手柄ですよ。相変わらず謙虚な方だ。さてと。デプリマ。魚でも釣りましょうかね。スタルーク様もご一緒にどうですか？え？釣りはあまりしたことがなくて。 大丈夫ですよ。私が教えしますから。でも魚たちにも悪いですよ。僕なんかに釣られたくないと思います。王子とか関係なく、魚は誰にも釣られたくないと思っていますよ。でも僕には絶対釣れないです。僕の餌にだけ食いつかないに決まってます。そんなことないですから。一緒に行きましょう。 釣り方だけでなく魚料理の作り方も教えしますから。魚料理？それなら挑戦してみようかな。やる気になってくれたみたいですね。では、ausnahmsweise Interesse gezeigt. Okay. Ich nehme an, weil der Mann auch gerne fischt. Ich weiß gar nicht, so, dann mal Butcherhorn und Linden. Zeig mal. Oja. Dein Otokunga Nabida und Nagaste. Du bist da noch, ja. Ich bin so baff. Jetzt war Homo Shiroimaste. Nakami Oyonde Mitara. Korrega Totemo Kando Tekide. Nabida Tomara Nindes. どんな本じゃ。エルという名の偉大な賢者の物語です。どんな物か話してくれんかの。話はエルの少年時代から。私はエルです。彼はイルシオン国内の学園を首席で卒業しました。その後、エルは王女兵に取り立てられ、一時は王子の進化も務めました。 ですがんさ、オフェンスしてや。その王子は有力な国王候補だったのですが、後継ぎに選ばれたのは別のもので、王子は失意のうちに城を去ることになり、エルはそれを呆然と見送るのです。とりあえずここまで読みました。ほら、これで涙を拭け。ありがとうございます。俺は 感動しやすい体質なんですが、それだけではなく、城を出ていく王子の無念さや、見送るエルの気持ちを考えるともう泣けてきて。その本に興味が出てきた。また読み進めることがあったら内容を。サンサナビショーだぞ。はい、もちろんです。わしのハンカチが。 Ja, okay. Ja, ist ein bisschen offensichtlich, ne? So, dann haben wir Yunaka und Sera. Mir ist aufgefallen, die beiden sind unter sehr ähnlichen Situationen und sie haben sich unter sehr, wir haben die unter sehr ähnlichen Situationen ja getroffen, ne? Beide sind irgendwie über so einen Ring gestolpert und haben sich dann irgendwie in der Schlacht danach direkt uns angeschlossen. Also ja, ziemlich ähnlich. Yunaka, Monomane ga umai to iu no wa honto? Yappi! もちろん本当ですぞ。例えば、私はムンショウシカムイ、精一杯。やっぱり同じ声ね。とか、私はイルシオン王国の王女アイビー。やっぱり同じ声ね。やっと見つけた。見つけた？ユナカ、頼む。俺の舞台に立ってくれ。
舞台というのは人前に立って歌や踊り演技などを披露するあの舞台ですか？ Ich habe mich wieder in der englischen Version mehr. Haben die auch die gleichen Synchronsprecher? Ich habe mich auch die gleichen Synchronsprecher. Muss ich mal googeln irgendwann. Aber darf ich nicht. Spoiler ich mich wieder. Habe ich mich in dem Spiel irgendwann mal gespoilert? Ich weiß auch gar nicht mehr. Jetzt noch nicht. Wir sind auch fast fertig mit dem Spiel. Nehme ich an. Ich glaube nicht, dass das jetzt auch noch passieren wird. Okay. Gut. Sind wir damit fertig? Weil ich hatte die Klamotten letztes Mal auch schon an. Ich weiß es nicht. Wir gehen. Wir müssen, nachdem wir heute hier fertig sind, mal die Ringkammer besuchen, weil ich habe noch nicht alle Ringe von Fire Emblem Echoes. Also Spiel aus dem Celica kommt, also eigentlich kommt sie aus Fire Emblem Gaiden, aber Echoes ist halt das Remake. Und mein Gott, Fire Emblem Gaiden war so komisch. Die Grafik ist, weiß nicht, die Konzeptgrafiken von früheren Fire Emblems, weil nicht, die sind sehr schlecht gealtert. Das ist immer so eine Meme, ja, so Marv ohne Hosen oder halt irgendwie. Der sieht nicht mal annähernd so aus, wie der hier heute aussieht, ne? Der hat irgendwie keine Hosen an, der sah irgendwie mehr aus wie so ein Barbarenprinz irgendwie. Also wie, weil nicht so Helden irgendwie damals aussahen halt, ne? In Media. Ja, die habe ich gemacht, 120 Stunden gespielt. Ich glaube nicht, dass man so lange normalerweise spielen sollte. So, habe ich noch von dir Dingen. Warte mal, du hast doch letztes Mal schon gekocht. Ne, Citrin hat gekocht, verdammt. Ich eine Blondine mit der anderen verwechselt. So, dann lass ich mal die Ration vorher noch in den Müll schmeißen. Ich meine, in den Brunnen. Darum ist natürlich wieder noch was gespawnt und da unten auch. Weil die Sachen, die ich nicht brauche, aber ich krieg dafür nichts, Mann. Egal. Ein paar Heilungen habe ich mir geholt. Feuer werde ich eigentlich nicht mehr brauchen, ne? Mein Gott, das Ding ist ganz schön wählerisch, ja, habe ich so ein Gefühl. Diesmal würde ich gerne 3 Sterne haben, wenn es geht. Nee. Na gut, dann packen wir. Kann ich auch ein Feuer hier reinpacken? Ja. Wenn ich sowieso nicht viel bessere Sachen bekomme. Gut. Ich möchte nicht schon wieder so einen Croissant-Bogen oder so bekommen. Beim letzten Mal. Der Bogen sieht echt aus wie ein Croissant. Also ja, also nicht. Ich kann die Sachen viel besser verkaufen eigentlich. So, da ist am Flohmarkt noch irgendwas. Da ist da noch was erschienen. Lass mal auch einsammeln. Klanplatsch da. Aber niemand ist da. Weizenmehl. Gut. Dann lass mal noch schnell was kochen. Na, gucken wir mal. So, mit wem aber dann, ne? Habe ich noch irgendjemanden, den ich noch nicht auf... Ja, natürlich habe ich noch eine Menge. Zelkov. Und Luis. Hatten die nicht letztens ersten Support? Pizza Crab.
Panetton. Hey, so ist doch Dings hier benannt worden. Aber da mögt ihr beiden nicht. Ah, vielleicht mal anderen. Zirkoff und... Zirkoff und John. Die mögen Panetton. Und Experte. Wenn was vor Haus, ne? Alles bis auf Resistenz, nehme ich gerne. Weiß überhaupt ein Panetton. Obst. Sind Eier, Nüsse. Obst, ja. Ne. Ich weiß nicht, wenn wir mal Linden irgendwie kochen lassen. Alles klar, ich mache etwas schmackhaft. Oh mein Gott! So. Jetzt haben wir trotzdem Resistenz bekommen. Cool. Ja, nicht lässig. Ich dachte, da haben wir da letztens irgendwie auch established. So, also fertig, ne? Ging relativ schnell. Na mal raus, ja. Sorry. Und dann gehen wir zur nächsten Nebenquest, die da heißt die von Erika. Wie ist ihr nochmal? Der zurblaue Zwilling, einer der zurblauen Zwillinge. So, warte. Ne, das ist ja lecker. So. Eine Art von großer Bedeutung für Emblem Erika und Schauplatz einer Prüfung für den Würmgott. Dann gehen wir mal da rein. Es ist Fire Emblem 8. Wenn ich Glück habe, erkenne ich das sogar. Fire Emblem 8 war mein erstes, nämlich. Mein erstes Fire Emblem. Das könnte vielleicht schon das finale Dungeon sein, ne? Das ist irgendwie das bekannteste Dungeon im Fire Emblem 8, würde ich sagen. Nein, schon wegen der Musik im Hintergrund und so. Aber gucken wir mal. Meine Truppe ist bereit. Ich habe 12 Charaktere vorbereitet. Vielleicht kann ich auch bei 12 heute abschließen. Platzieren, meine ich. そんなはずありませんよね。どうしたのですか、エリク。この場所はとてもよくはい。私はルネスという王国の王族でした。ルネスにはグラドテ国という国がありました。 Als hier Bobby ist der Typ normal, Baldor. Dieser creepy Wyvern-Ritter. Das ist mehr oder weniger platt von jedem anderen Fire Emblem. Oh, unser böser Nachbar ist in uns einmarschiert. Was machen wir jetzt? Doch, das ist die finale Dungeon, oder? はい。私はその中でとても大切な友人を失いました。あ、ライアン。それでも 最後まで苦しけなかったんですね。ここで一戦私と手合わせをしてくれて気づいたのです。私の心の中にあの時の悲しみがまだしこりのように残っていることにあなたと全力でぶつかればそれを乗り越えられるような気がするんです。兄上のような思いつきですが エリークの役に立てるのなら喜んで。でもやるからには負けませんよ。はい。もちろんそれで構いません。ありがとうございます。きっとこの戦いで私たちの絆はより深く、より強くなるでしょう。Cool. Ja, mir ist am Ende erst aufgefallen, warte mal, ich spiele Erikas Story.
Das, ich muss ja niemanden ausrüsten. Ich habe dir eigentlich meinen Hauptcharakter gegeben am Anfang, aber da habe ich gemerkt, warte mal, ich werde ja nicht benutzen können. So, welcher Level ist das hier? Ist das die finale Dungeon? Das ist sowas von die finale Dungeon, ja. Genau, hier sind die Türen. Ja, hier unten. Normalerweise startet man hier unten. Ja. Oder es hat umgedreht. Nee. Normalerweise startet man hier unten. Kommt man so in den Tempel rein, da muss man hier die Türen aufmachen. Und da sind dann irgendwie ein paar Schätze drin. Und ja. Wenn ich mich nicht irre, sind auch irgendwo einige Langstreckenzauber, ne? Oder war Fire Emblem 7? Beim Fire Emblem 8 gab es ja auch Monster. Das ist einer der wenigen Fire Emblem Spiele, wo auch Monster noch vorkamen. Mittlerweile sind Monster irgendwie so, weil nicht gang und gäbe in Fire Emblem war. Früher hatten nur, weil nicht Fire Emblem 2 und 8 irgendwie Monster. Also irgendwie so Skelettkrieger und so Minotauren. Ja, nicht Minotauren, Zentauren. So Lamias, also diese komischen Schlangenviecher. So fliegende Augen oder sowas. Also ja, das war schon irgendwie, oder nicht. Mittlerweile hast du in jedem Fire Emblem Spiel Monster. So, ich habe genau 12 Charaktere. So, jeder, der einen Ring hat, bitte rein. Lass mal unsere beiden Heiler. Einmal, ich wollte sagen, Panette, Andreo und Elia. Clan. Bei ihnen habe ich mir Kaya ergeben, das heißt, er kann jetzt auch Heilung einsetzen. Ne? So, dann der Rest hier rein. Ne? So, ich habe hier letztens. Nein, okay. So, das sind unsere Leute für heute. Leute für heute, cool. Wir haben einmal Clan mit Makaya, Pandreo und Celica, Diamant und Lucina, Amber und Roy, Louis und Sigurd, Timera und Bylef, Osado und Live, Etty und Corin, Lapis, Jade und Ike und Panette und Lin. Okay. Ja, keine Ahnung. Etty wieder zum Festnageln, ne? Panette, damit sie wortwörtlich jeden Jahr erledigen kann mit, sie hat eine Stärke von 41 und 30% davon sind, was sind 10, das sind 12 pro Schuss. Sie macht, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie Stress haben werde. Warte mal, du hast Langstrecken, oder? Nein, aber das ist irgendwas anderes. Ja, ich kann schon ja einen Langstreckenzauber im 8. Teil. Also, ja, das hier ist mehr oder weniger die finale Dungeon aus dem 8. Teil von Fire Emblem. Ja, habe ich mir schon gedacht, Fire Emblem 8. Die meisten, weil ich die Level, an denen sich die meisten erinnern, ist einfach die finale Dungeon, weil die einfach so gut ist. Klasse Musik. Man musste ja, der finale Boss war hier eigentlich, wo wir jetzt stehen. Da war irgendwie dieser Dämonenlord, einer der wenigen Fire Emblems, wo man nicht gegen Drachen am Ende kämpfen musste, sondern gegen Dämon. Und ja, da können wir da locker Louis reinpacken. Ja, ich habe beide meine Ritter, glaube ich, dabei. Ne? Silberlanze. Ziemlich einfacher erster Zug, würde ich sagen. Dann haben wir hier einen Silberdolch. Weiß nicht. Kann der sehr schnell? Naja, nicht so schnell. Da könnten wir sie hier einpacken. Und hier, also wir können schon im ersten Zug eine Menge Leute anlocken, finde ich gut. 29. Ja, vielleicht hier mehr hinpacken oder ne, er hat nicht so viel. Also ja, okay. Ich weiß nicht, ob die wieder kommen werden. Von wo würden die kommen? Keine Ahnung. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als könnte man irgendwie. Aber wir haben Panette. Sie kann jeden Dieb mit einem Schlag wegpusten, bin ich mir ziemlich sicher. Außerdem sind ja Türen, weiß nicht.
Ich nehme jetzt einfach mal an, dass mehr können wir eigentlich nicht machen. Ne? Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, wie der erste Zug hier geplant ist. Der sieht ziemlich locker aus bis jetzt. Aber mal schauen, was hier passiert. Ne? Ich muss einfach immer noch einmal nachgucken. Ihm habe ich natürlich Dimitri, mein Man, gegeben. Ich war dann schade, dass ich die DLC-Ringe nicht benutze. Ich könnte die theoretisch eigentlich benutzen, aber mein Gott. Solche Außen DLC-Ring geben. Das Gefühl wäre aber viel zu einfach. Ja, wann soll ich die dann benutzen? Ich weiß es nicht. Spätestens wenn wir 12 Ringe haben, können wir sowieso alle benutzen. Also sowieso egal, welche man benutzt. Aber ich habe das Gefühl, die sind irgendwie nicht so gut gebalanced. Wir haben die alle gesehen, wir haben deren Level gemacht. Das reicht ja eigentlich, ne? Eigentlich. Aber gehen wir da rein. Boah, wäre jetzt so geil, wenn das Final Dungeon Lied hier abgespielt werden würde. Auch eins der bekannten Lieder aus dem 8. Teil. Ah, schade. Aber ist er das? Hört sich an wie ein Remix, aber ist definitiv nicht. Ich überlege, aber was ist das für ein Lied? Oh, das nicht. Doch, da ist das Final Dungeon Level. Eine Musik. Nur halt nicht so episch. Na, ich gebe dir mal den Meisterbogen. Na gut, er ist. Boom. Wir sind jetzt hier im Nebel. Das heißt, du wirst uns vielleicht etwas Glück gar nicht treffen. Ja, du wirst uns nicht doppeln, ne? Nee, ich bin schneller als du sogar. Ja, jetzt aber nicht mehr. Du machst uns 5 Schaden. Ist, wenn du 2-mal kritz, wird das nichts bringen. Ich überlege, gibt es noch irgendwas anderes, was ich machen kann, so zum Helfen. So, lass mich mal sehen. Zum Vorgeschmack. Weil die Treffergenauigkeit ist immer so ein Problem, ne? So, ihn kann man da liegen lassen. Nur Space Support mit ihm, lass mal ihn hier hinpacken. Vielleicht kriegst du ein bisschen mehr Treffer. So, und der kann man die geben. Guck mal an, wie stark die ist. Aber ich glaube, Tomahawk wäre besser, ne? Tomahawk ist irgendwie relativ gut. Dann packe ich dich hier hin. Also ja. Jetzt Zug chillen wir hier ein bisschen, ne? Mit dem Remix irgendwie nicht gut. Das originale Thema ist viel besser. Ist viel epischer. Oh, Crit. Nein. So. Ach, da ist ein Dieb. Oh, da ist ein Dieb, stimmt. Sicher jetzt erst halt einen Moment. Ach. Habe ich eiskalt ignoriert, ey. Boah. Hätte ich den überhaupt erreichen können?
So, warte mal, ich versuche mal jetzt noch mal, ne? So, Kollege, was glaubst du mal, aber nicht, dass ich dich hier ich könnte das vielleicht schaffen, ich könnte das locker schaffen, den zu erreichen. 1 2 3 4 5 2 3, dann tue ich den festnageln, ne? Wo ist bei left? Da ist bei left. Das ist natürlich wieder grottig positioniert. 1 2 3 4 5. Okay, wer hat Ike? Du hast Ike, ne? Ne, wer hat Ike hier? Du hast Ike, verdammt. Da müssen wir ihn da eben packen, würde ich sagen, ne? 39. Ja, wird das schon überleben. Na gut, da müssen wir halt ein bisschen hier. Ne, warte mal. Ne, warte mal, genau, das wollte ich nicht machen. Eine Sekunde, Mann. Okay, ja, machen wir noch mal hier. Kann ich noch mal irgendwie mein Dings hier, meine Formation ändern? Weil ich würde gerne diese. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie die ganze Zeit Dieben hinterher rennen muss. Da würde ich gerne so schnell wie möglich erstmal erledigt kriegen, ne? So. Aber mal so, okay. Weil wir schießen ihn ab, ne? Dich, ja. So, unser Plan wird jetzt sein, wir werden Tanzen einsetzen, ne? Wir müssen sie ungefähr hier bewegen, ne? Das ist eigentlich schon in Ordnung. Gut. Alles klar. So, mein Plan ist nämlich. Gucken wir erstmal, ob wir ihn überhaupt hier gekillt kriegen. Ich nehme an, ich nehme sehr stark an, ja, ne? Wir haben ein paar Netflix gegeben. Oh ja. Das stimmt ja, das sind Diebe, ne? Ist klar, die nicht unbedingt losgehen, die gehen lieber auf die Schatztruhen. So. So. So, ganz kurz gucken. Okay, ja. Okay, okay, du hast Erfahrungspunkte ab, weil du bei Left hast. So. Die Schatztruhe ist gesichert. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt die ganze Zeit, was ich hier gemacht habe, ne? Ich muss nämlich einmal kurz. So, wir machen einmal den hier. Ich tue nicht die Dachnadel einsetzen, weil das wird, glaube ich, alles ironieren, ne? Dann bewegen wir dich mal hier hin, einfach so. Einfach nur, weil wir Leute hier brauchen. Je mehr Leute, desto besser, ne? Wegen Erfahrungspunkte. So, dann tust du ja mal einen tanzen, ne, für uns. Und dann nageln wir diesen Dieb da einfach fest. Und dann können wir halt ja ganz chillig machen. Ja, cool. Ich habe gerade Level Up hier bekommen. So, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, wir können ihn nicht erreichen, ne? So, ich muss jetzt hier aufpassen wegen ihn. So, was ist das hier? So, du wirst ja wohl nicht sie erledigt kriegen, ne? So, du kriegst ihn locker getroffen.
Dann platzieren wir dich hier hin für mehr Schaden. So, dann setzen wir hier einmal Corin ein. Und dann schießen wir dich an. Wenn ich Glück habe, töte ich dich sogar. Ah, schade. So, aber er kann sich nicht bewegen. Das heißt, ja, wir sind hier sicher. Hier können wir uns nicht hinbewegen, weil er macht uns platt. Von daher, ja. Das ist das Beste, was wir jetzt hier gerade machen können, ne? Ah, warte mal. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie, weil nicht. Aber ich gehe dann so zu ihm hin, ne? Würde ich sagen. Das müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass Ed hier nicht stirbt. Schickigkeit. Ja, du bist nicht so schnell. Okay. Ja, wir sind natürlich den Dings hier auswechseln. So, wir sind jetzt sehr sicher. Okay. Nehmen wir beim nächsten Zug platt. So, hier machen wir wieder das gleiche. Silberlanze. Tomahawk. Dich hierhin. Nur warten. Fertig. So. Okay. So, somit haben wir sozusagen den Stress hier erstmal abgewendet. Das Kapitel von uns verlangt hat. Und natürlich will das Spiel, dass ich mich jetzt hier durch die ganzen Gegner durchprügel. Ne? Die Diebe, die versuchen ja alle wegzurennen. Ne? Und ich kann ihnen einfach nicht hinterher rennen, weil halt hier überall Gegner sind. Ne? Das heißt, ich muss mich in die Gegnermengen hier reinstürzen, um die Diebe zu erreichen. Das Spiel macht es sozusagen riskant für mich. Ne? Aber ich habe das jetzt einfach mal entschärft, ne? Damit wir ja so chillig wie möglich durchgehen können. So, du stehst da gut. Ja, ich muss natürlich ihn jetzt hier erledigt kriegen, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier mit ihr angreifen, leider. Hm. Ich kann auch das hier machen. Dann mache ich ihn ja platt, ne? Rot. Knack. Na mal weg. Boah, die begeben aber auch echt nix an Erfahrungspunkte, ne? Perfekt. Also ja, gut. Ich glaube, da kann es gar nicht erreichen, ne? Wegen dem Wasser. Ne. Noch besser. So, jetzt kann ich ihn hier machen, ne? Hohohoho. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier Leute hin platzieren, die halt überleben. Ist natürlich wieder mit ein, zwei Schlägen nicht überleben, ne? So, da sind Silberlanzen 39. Ich habe die meiste Axt hochgelevelt, ne? Aber sieht immer noch nicht so gut aus. Da sind nur zwei Leute. Dann machen wir den hier.
Aber er hat auch abgeblockt. So, jetzt müssen wir noch die Leute hier alle erledigen. Balance, ich meine, wenn wir ihn hier platzieren, ist alles okay, ne? Ach ja, er macht mehr Schaden, wenn er sich bewegt. Kann ich sie eigentlich hier bewegen mit Ike? Ja, ne? Hat irgendjemand sehr heftige Sachen? 39, 38. Jetzt wird alles überleben. 39, 34, 34. Sie hat noch nicht diese Fähigkeit hier, womit sie weniger Schaden nimmt, ne? Alter, warum seid ihr immer so ein bisschen davon entfernt, alles zu töten? Da. Also mal so. Bei Fernkampf. Bis dann. Das ist in Ordnung, ne? Oh, perfekt, damit kürze. Zack. Zack. Der Remake ist schon gut, aber ich finde das Original immer noch besser. Ganz ehrlich bin. Klingt einfach sehr viel cooler. Na, warte mal, wenn ich dich hin. Warte mal, die können halt hier alles hier voll blockieren, sehe ich gerade. Nicht mal an. Stimmt, ey. Die können ja nur hier durchgehen, sehe ich gerade. Na, cool. Ja, ja. Mein Gott, ich habe hier perfekt platziert mit meinen Leuten. So, und er nimmt keinen Schaden von ihnen, keinen Schaden von ihnen. So. Na cool. Vielleicht eher auf den Schützen gehen sollen. Aber. Ah, verdammt. So, oh. Ich meine, du machst ihn ja. Du kriegst keinen Crit-Bonus, weil sie kontern kann, ne? Oh, da ist auch noch einer. Ne, lass mal. Ah, bis jetzt habe ich alles im Griff. Das ist noch recht chillig, finde ich. Also, wenn ich Glück habe und er genug Schaden macht, dann kriegen wir ihn auch noch weg. Aber da kommt er da. Nee. Richtig kaputt. Perfekt. So muss das. Okay, das war ziemlich eindeutig erledigt, ja. Weiß nicht. Na komm. Dun, dun. So. Oh, oh, oh. Gehst sogar auf sie los. Ist aber kein Crit-Bonus, weil ich kontern kann, ja. Kriegst du einen Crit-Bonus, wenn ich nicht kontern kann, ne? Sehr gut.
habe noch nie so gute Tanks gesehen wie in dem Spiel, ne? Das ist so ekelhaft. So, jetzt muss ich dich irgendwie anlocken gleich, ne? Ich habe down kriegen irgendwie. Ja, ich in der gleichen Situation wie vorhin. Wäre so gut, wenn du kontern könntest, ne? So, das gibt's nicht. Ist kein Donner ausgerüstet? Oh. Machen wir so. Du gibst mir mal kurz dein Elfenlicht. Ich habe jetzt zwei Elfenlichter. Ich jetzt nicht lange gedacht. Du als so, wenn du schon mal da bist. Seine roten Schuhe. Ey. So. Ich meine, gucken wir erstmal, ob wir ihn vielleicht gekrittet kriegen, ne? Wäre so toll gerade. Wenn wir auf den Topf kriegen. Oh mein Gott, ehrlich. So viel habe ich jetzt eigentlich auch nicht verlangt, ne? Ich hätte wenigstens gehofft, dass du ihn treffen würdest. Okay, jetzt haben wir ja schon ein Problem. Aber die gehen ja eher auf die Klone los, ne? Kann man ihn bitte angreifen? So, oh mein Gott. Ah, die Trefferchance mit ihm, ne? Da müssen wir mal was machen gegen. Alla. Da mache ich ihn im nächsten Zug platt. Kollege. Hier, so macht man das. Dann auch nicht um. Welche Level sind die Gegner? Diese Level 7. Okay, die halten sich wenigstens an der vorgegebenen Level. Ich krieg so wenig Erfahrungspunkte hier. So, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt entweder. Ja, gibt jetzt auch nichts mehr mit ihr irgendwas zu machen. Zack. Ich kann mit ihm heilen, ja. Wahrscheinlich. Ist in Gefahr zu sterben, ja. 16. Das sind 19. Oh ja. Dann setzen wir eben die Kaya ein. Ja, warte mal. Kann ich jetzt. Kann ich jetzt weiter treffen mit Dingens? Ich glaube ja, ne? Warte. Nee. Na gut. Da müssen wir eben unsere Superheilung einsetzen. Ich glaube, voll die Verschwendung gewesen, aber was soll's. Cool.
Sehe ich aber immer noch nur noch sie da oben. Was mache ich da eigentlich? Mal mehr Leute da oben. Nein. Na, 19. 69. Crit-Chance, komm. So will ich das sehen. So, jetzt müssen wir dich hier anlocken. Ich kann dich natürlich auch mit Dings abschießen, ne? Da habe ich mal ein bisschen Unterstützung da oben. Und da kommt irgendwie niemand hin. So, du machst. Du machst nichts Besonderes. Reichweite 4. Ich wollte schon sagen, ich habe die ganze Zeit unter Geschicklichkeit nachgeguckt. Also warte, ich würde mich irgendwie sicherer fühlen, wenn wir von hier aus dahin gehen. Da sind mehr Leute. Ich habe auch keine Heiler hier, sehe ich gerade. Ah, was passiert? Das geht sofort. Sehr gut. Und geht auf die Klone. Ja, die wollen sowas von die Klone. So, und kein anderer bewegt sich hier. Cool. Ich habe zwei Chancen, den zu erledigen. Dann komm mal her. Einmal. Voilà. Oh, dann gehen wir durch rein. Du machst ihn sogar Platz, sehe ich gerade. So. Natürlich wieder ein Ding hier gefehlt, ne? Aber so. So, ja, jetzt habe ich genug Schaden. Nur 20 Erfahrungspunkte für die ganzen Sachen hier. So. So, geht mal hier hin. So, was mache ich gegen dich? Erstmal die Leute hier kaputt hauen. Aber ich bin sogar in Reichweite halbwegs. Level 6 kriegt man noch über 30 Erfahrungspunkte anscheinend. So, und ich gehe mal hier hin, damit du immer noch hier schön einen meiner Klone erreichen kannst. Ja, kannst du mir gefallen und treffen und vielleicht krippen. Okay. So, ich brauche jemanden hier unten zu heilen. Ja,
Er heilt sich, indem er andere Leute heilt. Mein Gott, ich wünschte mir, Kaya hätte sowas gehabt. Oh, den kann man erledigen, wenn wir schön auf den draufhauen. Oh, ich mache 0 Schaden. Und vielleicht mit euch beiden. Okay, nee. Im nächsten Zug. Währenddessen geht ihr Mädels mal hier unten hin. Und boom. Schauen wir auf den nächsten. Nicht so gut, ne? Gegner gehen halt eher auf Kills, ne? Doof. Wir sehen einfach so, oh, ich kann jemanden töten, egal ob das nur ein Klon ist, ne? Gehen lieber auf den. Erinnert mich an irgendwie so einen Charakter aus Triangle Strategy. Der konnte auch irgendwie so Klone von sich erschaffen. Die kannst du immer irgendwo voll irgendwo reinpacken. Und ja. Kannst du sicher gehen, dass du, weil ich nicht drauf gehen kannst, weil du kannst einfach irgendwie jemanden da reinpacken, so, oh nein, was mache ich noch? Wie soll ich mich nur diese Gegnerkonstellation nähern, ne? Aber dann ist einfach ein Klon da reingepackt und boom. Da kann einfach niemand vorbei. So, ich muss einmal dich angreifen. Ich kann noch mal ein paar Kills geben. Ich kann nichts an Erfahrungspunkte. So. Ja, ich merke gerade, der eine würde bei ihr noch überleben, sehe ich gerade. Kann er hier noch frei rumlaufen, aber ist eigentlich egal, ne? Obwohl. Wenn ich den jetzt erledigt krieg, ne? Wenn ich ihn erledigt krieg. Also selbst wenn er überlebe, der wird hier nicht Lapis oder Tibera erledigen können. So. So. Nächster Punkt gesichert. So, die kommen ja nicht vorbei. Das kann ich nicht machen, außer ich muss das hier abblocken, weil ich kann, ne? Ich hinpacke, ja. Leider nicht töten, außer gut, dann machen wir den, ja. Oh, dieses, das ist auch von einem anderen Thema aus Fire Emblem gemacht. So, normales Kampfthema, eins der normalen Kampfthema. Ja, jetzt gehen wir hier rein, machen nicht platt. Cool. Ziemlich easy bisher. Ziemlich easy. Stärke. Ich bin ein kleines bisschen stärker, aber immerhin stärker als zuvor. Juhu. So. Jetzt geht er mir hier auch noch vernerven, ne? Ja. Ein bisschen Schaden. Ja. Ja, bleiben wir
weiter stehen. So, du. Du hast bisher noch nicht was gemacht hier. So. Natürlich haust du nicht damit kaputt. Dabei habe ich ihm extra irgendwie eine Waffe gegeben, mit der er besser treffen kann, ne? Aber will einfach nicht. So. Damit kannst du besser treffen. Ha, der war knapp. So, haben wir das. Und da kommt keiner, also gehen wir nach unten. Warte. Hm. Ach, der fehlt gar kein AP. Na komm. Du bleibst da, du bleibst da. Der Typ ist irgendwie the second coming of Ike irgendwie. Ich sag für nein, Magie. Irgendwie genauso ist Ike wie in, weiß nicht, Fire Emblem 10. Und super hart zu. Super schnell. Oh. Oh, ich glaube, er ist tot. Ah, nee, da war nur einer. Okay, genau. Stimmt. Okay. Ja, kannst du mit einem Dings was töten? Alter, kann doch nicht wahr sein. Das ist doch schon so viel Stärke. Ja, dann machen wir den ja. Okay. So, habe ich gemacht damit hier heilen und sofort. Da bist du, kriegst den Double Down, ne? Ja. Aber den Donnerschwert. War gar nicht magisch so stark, oder? So, was haben wir hier? Tomahawks. Aber Problem ist, irgendwann wird sie sich ja wahrscheinlich auch noch bewegen, ne? Ich habe mir sie noch gar nicht angeschaut. Man kann sie alles, ne? Sie hat Sieglinde, cool, aber sie ist nicht so stark, sehe ich gerade. Rapier, ich meine, Rapier ist deftig, aber mit Dings, ne? Das hier macht magischen Schaden, das ist voll kacke. Hm. Das hat das Gefühl, aber sie kann ich leicht managen. Sie wird definitiv nicht zulassen, dass ich einfach so hier die Schätze abgreifen kann, ne? Gehen wir gleich voll auf die Nerven wahrscheinlich. Tomahawk ist immer noch so gut, ne? Wenn er einfach nur hohen Schaden haben muss. Jetzt hast du nicht den. Excalibur. Excalibur, ich habe schon mal gesehen. Hahaha, haben schon Mann, haben schon kleinen Baby. Mit den Drachen da gern mal erledigen, aber wenn hier noch jemand rumläuft, geht da nicht.
So. Man, Fire Emblem Warriors hätte so gut sein können, ne? Wenn alle, wenn du Charaktere aus verschiedenen Fire Emblem hättest, ne? Das Spiel wurde sowieso verbargt, also Spiele mit Fire Emblem Charakteren aus verschiedenen Spielen. Und was kam in dem Spiel vor? Charakter vom Fire Emblem, von Fire Emblem Fates Awakening 1, das war's. Ein Charakter aus Fire Emblem 7, wieder Lin. Dann Celica aus Fire Emblem Echoes. Gott, haben die da was gebaut. Viele Leute mochten irgendwie nicht hier die Charaktere, die irgendwie davor kamen, weil einfach nur alles die neuesten Fire Emblem Spiele waren. Ey. Das Spiel hat mehr Fanservice als Fire Emblem Warrior, und Fire Emblem Warrior soll eigentlich mehr so ein Spin-off sein. So Leute wie Hector aus Fire Emblem 7. Hector ist gemacht für dieses Spiel. Oh nein. Okay. Zum Glück kamen die alle von links, ey. Von rechts gekommen wäre, wäre ein bisschen heftiger gewesen. So, ich kann mich immer noch nicht um den Drachen kümmern. Obwohl eigentlich doch, ne? Du hast 30. Ach, das war gar kein Schaden gegen mich. So, etwas Glück können wir dich kritten, dann bist du auch weg vom Fenster. Aua. Voll nervt und laute. So, dann kriegst du ihn auch platt. Muss sogar, trifft sogar. Oh, perfekt. Ja, mit Geschicklichkeit 3 lässt es sich nicht so gut ausweichen, ne? Man, oh, perfekt, Mann. Cool. Dann. Ich soll eigentlich mit ihm heilen, ne? Damit er wieder. Obwohl, da ist noch jemand zum Heilen, da ist noch Diamant zum Heilen. Wir sowieso nicht drauf gehen. Das Problem ist, Eddie ist auf der rechten Seite und links sind Baiban-Ritter. So. Da kommt auch jetzt ein Stab an, so, wie macht man denn heilen? So, hier haben sich natürlich wieder eine Menge Leute bewegt, ne? Aber sind alles Nahkämpfer. Na, du hast ein Tomahawk. Du hast ein Stiletto. Problem ist, ich habe ja keinen Heiler, ne? Wird schon fast hier irgendwie zurückgehen erstmal. Vor allem gegen die kann ich auch nichts machen mit ihm, ne? Naja. So, wenn ich mich um ihn kümmere, haben wir es hier sehr viel sicherer. So ein Erzritter, ja, ne? Machen wir den hier. So, ich habe noch einen mehr Schaden durch Kraftimpuls bekommen. Je mehr er sich ja bewegt, desto mehr Schaden macht er, ne? Fast schon so. Und ne, du bist Paladin, oder? Ja, also Rittmeister, ja. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne?
Aber ich kann mich nur zurückbewegen. Ja, dann lass mal. Hat irgendjemand hier einen Fernkampf-Dingen? Niemand, ne? Nö. Also wenn ich mich um den kümmere, ist eigentlich erledigt. Natürlich. Ja, kannst du bitte kritten? Sehr cool. Und dann sage ich, ich baue sie schon hier extra so auf Crit auf, ne? Also soll sie ja vielleicht mal machen, ein paar Mal. Ich könnte vielleicht auch noch erledigt kriegen. Okay, das sind 50 Schaden, aber 20, oh Gott. Nee, dann lassen wir mal. Kann ich niemanden dahin bewegen dann? Na gut, dann packen wir durch mit, weil ich Donnerschwert oder machen wir halt so. Einmal Feuerlanze, einmal Feuerlanze. Ich hoffe, ich glaube zweimal Feuer an, ne? Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. So, nö. Das ist natürlich doof jetzt. Okay, das ist natürlich doof jetzt. Ich glaube hier, mein Hauptcharakter wird ja, obwohl er wird niemanden töten, ne? Ja, ich glaube, er überleben hat. Weil die kommen da nicht durch. So, jetzt greifst du zweimal eher an. Ich verstehe nicht, wie diese Waffen funktionieren. Manchmal tun die zweimal angreifen, bei Stahl, Großlanzen und so. Versteht das nicht. So. Hey, was geht? So, wer Erika bewegt sich. Danke. Ach, mein Gott, warum konnt ihr nicht von alleine mal was töten? Sind alle genau perfekt hier. Problem ist, ich kann ihn niemanden heilen, ne? Sie macht gegen die, also wegen. Okay, dann muss ich dich ja einsetzen mit einem Sonnenbogen. Ich Glück habe, kritet das. Aha. Nein. Aber ist okay. Mehr Stärke, mehr Fähigkeit. Das heißt mehr Crits. So. Da kommst du als nächster dran.
Aber gleich wieder vielleicht ein bisschen tanzen, wenn er zu weitergeht. So. Nicht mal an. Halber Schaden. Weil ich mal, dass mein Tank so stark ist, dass er ja alles ablocken kann. Hey, muss ich machen. So, wenn ich Glück habe. Nein, habe ich nicht. So, aber du kannst nicht kontern, ne? Komm mal her. So. Könnt ihr darüber fliegen? Ihr könnt nicht darüber fliegen. Oder liegt vielleicht daran. Doch, ihr könnt darüber fliegen. Säbelanze 40, 40. Klimpern. So. Da will ich sehen. Da will ich nicht sehen. Aber ist okay. Machen wir lieber das. Dann wird er vielleicht gleich gebrochen, aber ist kein Ding. Danach wird er nicht nochmal getroffen. So. Ihr habt alle nur Nahkampfwaffen, ne? Ja. So, alles, was ich jetzt machen muss, ist hier eigentlich nur den Weg hier blockieren mit all meinen Charakteren. So, genau da will ich sehen. Zack. Cool. So, und jetzt kommen die schon nicht da vorbei. Voll AP. Sehr cool. So, jetzt kommt da keiner vorbei. Cool. Ich habe übrigens immer noch keine Heiler auf der Seite. Ich sollte mal jemanden dahin schicken. Ich habe beide meine Heiler genommen, um Charaktere da hochzuheilen. Oh, passt schon. Das ist alles okay. Ja, Stärke, mehr Verteidigung. Ich brauche mal Fähigkeit, damit er besser treffen kann. So. Hier ist aber immer noch da am Chillen. Finde ich gut. Ach mein Gott, ey. So, kann ich auf Nummer sicher gehen? 2x16, ja. Chance nehme ich eher. Sehr gut. Sehr gut. Okay, sieht aus wie ein Gundam, diese Rüstung. Eben platt. Aber jetzt geht's natürlich. Ich wollte ihn eigentlich Lapis geben. Okay, dann geben wir dir eben Lapis. Außer du machst den jetzt auffällig. Ja, wird sie wahrscheinlich machen, ne? Ne, der ist voll Lapis. Der ist für mich.
Der ist für dich. Walker aus Kingdom Hearts 1 auf der Insel. Der ist für dich. Der wirft dann einen blöden Ball auf ein. Und dann blockt man den und dann kriegt er ihn voll ins Gesicht. So, cool. Okay, lass mich dich mal hier platzieren. Dann kannst du die Beine hochhalten mit deinen Momente. Und ein bisschen Support farmen, wenn wir schon dabei sind, ne? So. Warte mal. Excalibur. 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 Genau dafür ist das Ding da. Oh Gott. Nicht mehr nur einer, hat man einfach nur so ein. Mann, irgendwann kommt Eirik auf uns los, ne? Sobald wir irgendwie eine Türen öffnen oder so, irgendwas wird ja passieren. Ich bezweifle, dass wir einfach so durchrennen. Bis jetzt hat hier, ich nehme an, die Herausforderung war halt einfach, dass man hier die, die Dings hier. Kriegt die nicht down. Wenn man sich um die Divia kommen musste, ne? Rechtzeitig. Okay, das gibt's jetzt einfach nicht. Ich bin zwar ein Heiler, aber... Hm, welche meine Elfenlichte soll ich benutzen? Warte mal, ich bin Elfenbind. Guck mal hier. Ja, das ist ein extra Sound, glaube ich. Meine Schwäche trifft mit Elfenwind und so, ne? So. Irgendwie sind ja keine Leute mehr. Okay. So. Was? Einfrieren? Oh. Oh, oh. Und ich kann sie jetzt nicht bewegen wegen dem blöden. Oh, was ist das denn wieder für ein Dreck? Hm. Aber nee, nichts, aber ich komme da nicht raus. Wie hat das Spiel schon wieder ja voll ein am Trollen ist, ne? So, ich könnte jetzt hier Dings einsetzen, ne? Um sie einzufrieren. Magischer Schaden 30. Sie wird das ja wohl überleben, ne? Ja, gerade so noch. So, was ich machen werde, ist hier wieder Bündnis einsetzen, was ich eigentlich gegen Erika ja einsetzen will. So, da muss ich ja festnageln. Und da tut ja auch Leute nebenan auch noch festnageln, ne? Okay, doch dazu. Trifft das jetzt überhaupt den daneben? Ja. Da, jetzt bist du festgenagelt, ne? So, du hast ein Donnerschwert, 30 Schaden. Hm. Warte, dir komme ich jetzt da rein, ne? Obwohl, du bist ein Magier, ne? Das Elfenbind, verdammt. Ja, aber sehr stark an, der geht eher auf Dings hier los, ne? Auf, ich krieg hier noch nicht mal down. So, er ist festgenagelt. Er geht auf sie los. Sie überlebt. Kann sogar kontern.
genau sehen, wie viel Schaden sie nehmen. Ja. So, sie wird aber nicht aufgehen, ne? Doch. Außer ich gebe ihr einen anderen Bogen. So. 20 wird immer noch gedoppelt, ey. Das Einzige, was sie jetzt machen könnte, ist jetzt hier doppeln, ne? Kritten mit dem Konter. Boah, das gibt's wieder nicht, ne? Deswegen ein so ein Ding, ne? Ich muss mich auch in Sicherheit bringen. Er ist auch irgendwie nirgendwo sicher. Cool. Okay, sie macht sowieso null Schaden. Dann gehen wir immer hier mehr ausweichen. So, und ich muss mal einmal eine Heile hinschicken, ey. Ich die ganze Zeit vergesse. Ich bin langsam übel da. Ja, der musste nämlich natürlich jetzt aber in dem Moment einfrieren, indem da Verstärkung zu bekommen. Das ist natürlich so typisch. Ich übrigens irgendwo meine Dinger hier aufladen. Nur da in der Mitte. Oder da unten, ne? Ich würde mich sehr viel sicherer fühlen, wenn ich hier Dings hätte. Ich weiß ja sowieso, da kommen gleich Leute. Ich muss halt jetzt mal austesten halt, ne? So, er muss sich dahin bewegen, ne? Also wenn ich das richtig mache, dann kriege ich den vielleicht im nächsten Zug kaputt. Na, gucken, wie das hier ausgeht. Große Überraschung. Ach ja, sie kann ja nicht kontern wegen. Lass mich raten, du frierst jetzt jemanden da ein. Und jetzt kommen da Verstärkungstruppen, ne? Nö. So. Was ist das? Kacke, ey. Immer eine so eine Kleinigkeit, ne? Und da komme ich auch nicht hin. Zug zurück, so einen ganzen Zug hier zurück. So, dann machen wir halt so. Jetzt zurück. Weil ich kann nicht dahin gehen, weil diese Säcke genau zu einem ungünstigen Zeitpunkt hier auftauchen überhaupt.
Okay. Zack. Heilung. Sehr gut. So. Heiler. So, jetzt sollte eigentlich alles locker sein, ne? Wollte ich jetzt mal sagen, ne? Verdammt, jetzt habe ich ihn. Dann geh du mal da nach rechts. Zur Not kann ich proaktiv einsetzen. So. Oh, du! Alter! Das ist doch voll unfair! Boah! Hat er mich da weggeschubst? Das gibt's jetzt nicht mal. Hey, Etty. Warum bist denn du so langsam? Boah, jetzt kann ich schon wieder den Zug hier machen, ey. So, muss ich noch mal drücken, um Animationen zu überspringen? Ich weiß nicht. Ach, halt so. Alter. Der hat mich da weggeschubst, damit ich halt, damit da Platz war für die irgendwie Etty zu erreichen. Das gibt's jetzt nicht mal. Alter. Aber keine Sorge, da kann man ganz einfach erledigen. Nein. Gerade die Animation hätte ich überspringen müssen. So. Die Situation. So. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich... nur die Leute dahinter stellen. Könnte ich eigentlich auch machen, ne? Drachenader. So. Sehen wir dich hin. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Jetzt eigentlich nur Leute dahinter packen. Dann können die nicht weggeschubst werden. Ja, den hätte ich eigentlich auch machen müssen, ne? Drachenader. Er hat jetzt irgendwie mehr gebracht. So, die sind aber immer noch da, ne? So oder so, ich muss mich sowieso mit denen rumkloppen. Die sind zu nah. Machen wir mal so. So. Ich meine Anti-Flugeinheiten mal nach rechts packen. Bin aus Reichweite von denen, ne? Nein, bin ich nicht. Oh.
Aber du wirst halt überleben. Ne? Resistenz 10. 27, das ist 17 mal 2, ja. So, währenddessen, ich hoffe natürlich, jetzt kommen wir nicht auch noch Verstärkungstruppen, ne? Jetzt kriege ich hier noch einen Anfall. Jetzt ja leicht noch Verstärkungstruppen kommen, ne? Na, bitte nicht ketten. Sonst wird er irgendwie Feuer speien. Von den Lehrern nimmt er sogar Schaden, ne? Alter. Oh, habe ich meine Waffe verloren. What? So, jetzt passt mal auf, ihr Typen, ey. Ach, sie hat gar nicht ihr Dings voll. Pff. Warum dauert da noch so lange, die jetzt zu erledigen? So, du machst ihn platt. Ja, gut. Jetzt alle in einen Schlag hier legen. So. Bin grad fertig, ja, ne? Weiß nicht, ob das sehr bringen wird, aber guck mal. Geld. Das Feuer die überhaupt abhalten? Ich glaube nicht, ne? Ah, muss da weg. Bringt's leider nicht so sehr gerade. Glaube nicht, dass das so gut ist hier, was ich hier gerade mache. Die werden mich eigentlich nicht treffen können, ne? Wenn ich das mache. Und 48. Na, ja, verdammt. Na, ah, ich habe den Langbogen ausgehört. Boah. Oh mein Gott. Sie sind so jetzt gerade voll zum Kotzen. Die blöden Leute hier sind alle. Genau, ich komme hier nirgendwo dran. Mhm.
müssen ja alle mit magischen Schwertern und Lanzen herumlaufen, ganz ehrlich. Ich muss einfach allen reingehen. Ja, dich muss ich fertig machen. Warte mal, warte genug. Sag. So. Nicht einfach hier reingehen und alles töten. Ganz einfach. Ich brauche ihn eigentlich zum Heilen, wenn es nicht wird, ne? Kann der mit der Dings mich auch konnte? Ja, kann er auch. Ne, da ist er mit der Feuerlanze. Aber nicht alle, die mit dem Bogen erledige, alle, die mit den Schwertern erledige. Na, ich muss das hier, glaube ich, machen. So. Ich darf nicht vergessen, zum Ding zu wechseln. Zum anderen Bogen. Ja, natürlich. Dann mache ich den eher, würde ich sagen. Kann ich gar nicht, cool. Aber ich kann dich angreifen hier mit der Eisenlanze. Ich glaube nicht, dass das bringen wird. Ach, ich bin auch blöd, das ist eine Feuerlanze. Oh mein Gott. Ich will jetzt aber freestylen. Glaube nicht, dass das was wert, aber versuchen wir mal. Na, was mache ich hier? Aber wie viel Schaden macht ihr? 27. Nee, da wird nichts. Aber man kann es ja mal versuchen, ne? Wenn ich sowieso zurückspulen muss, dann kann ich auch direkt hier. Was mache ich hier eigentlich? Ey? Er ist trotzdem neuen Reichweite von. Boah. Oh. Den Zug werde ich so oder so immer machen, habe ich so Gefühl. Weiß nicht, ob das ein guter Zug ist, aber
als gerade ein Crit gemacht. Da würde ich gerne noch mal sehen. Den kriege ich auch nicht down. Da greif zweimal an vor dir. Nee, warum nicht? Ich komme nicht durch, Mann. Die Mann nehmen fertig. Da schwert 30, 30, 20. Obwohl, eigentlich nicht. Sie kommt nicht daran. Verdammter Mist, ey. Boah. Ey, wie kann ein so eine Verstärkung so für mich alles durcheinander bauen, ey? Ach, Dings wird sowieso sterben, sehe ich gerade. Ja, weil er wird dann von... mit Einschlag. Ach ja, wegen Ike. Ja, bringt aber leider nichts. So. Jetzt gehen soll auf ihn nur 20 Schaden. Oh mein Gott, ey. Ey, wo ist das ja alles schief gegangen? Ich verstehe das nicht. Wir hatten alles in der... ja, wegen dieser blöden Verstärkungstruppe ist ja alles den Bach runtergegangen. Verstehe das nicht, Mann. So mies, ey.